Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents und natürlich auch die Agentinnen, ja, weil die gibt's natürlich auch. Ich habe News für euch und zwar endlich, die Sommerpause war vorbei bei Massive. Es war auch jetzt so, dass die Elite Task Force dort war und es hat auch Infos dazu gegeben, gleich mal vorab, es waren nur 2 YouTuber dort und das waren eher so kleinere in Anführungszeichen, also Marco Style oder so, die waren mal nicht dort, das war ich selber überrascht und sie haben sehr, sehr viele in Anführungszeichen normale Spieler eingeladen. Ich hoffe mal, dass genau diese normalen Spieler auch Ideen hineingebracht haben, denn sie sind heute schon, beziehungsweise gestern war ein Video und zwar State of the Game und es gab Informationen zu den Verbesserungen des Gear- und Loot-Systems. Bin mir nicht sicher, ob man das in der kurzen Zeit realisieren kann, was sie besprochen haben dort, aber die Änderungen, einerseits finde ich manche Sachen sehr, sehr gut, andere sehe ich ja ein bisschen so mit Fragezeichen, aber wir gucken uns jetzt gemeinsam an. Wie gesagt, gestern war eben das State of the Game. Hier wird uns gleich mal gesagt, es kommt Theo 6, also die Episode 2 und die schon im Oktober. Hier haben wir einen Zeitrahmen von 3 bis 7 Wochen. Also man hat uns jetzt nicht gesagt Anfang Oktober, Mitte oder Ende, sondern eben im Oktober. Das sind doch ein paar Tage. Und es wird einen neuen PTS geben. Also für die PC-Spieler unter euch, PTS wird wieder kommen. Und der ist schon bald. Also hier, ich schätze mal, dass das Ding ja, in den nächsten 2 oder 3 Tagen freigeschaltet werden kann oder beziehungsweise freigeschaltet werden wird. Und hier können wir ein paar Sachen testen, was nicht drinnen ist. Das haben sie gleich gesagt, die Missionen oder so, das ist nicht drinnen. Sondern sie wollen rein eben diese Änderungen am Loot-System testen. Aber gucken wir uns das einmal von vorne einmal an. Wie gesagt, PTS, der wird kommen. Es gibt Missionen, die man nicht spielen kann. Und es wird auch wieder verschiedene PTS-Phasen geben, denn es gibt 3 Phasen auch beim State of the Game. Hier haben wir zuerst mal dieses Gear und Loot Improvement, dann gibt es noch Dark Zone und PvP und dann, was es zusätzlich noch gibt. Also hier gibt es 3 verschiedene, ich werde euch natürlich am Laufenden halten und deswegen natürlich das Abo nicht vergessen beim Charles, um immer up to date zu sein, eben in der Division 2. Denn jo, wie gesagt, es gibt eh nicht so viel und wenn es was gibt, dann gibt es es eh bei mir am Kanal. Wie schaut's aus? Beginnen wir mit den Gearsets. Mit dem Title Update 6, eben dem TU6, kommen und zwar die Gearsets so, dass wir nicht mehr 6 Gegenstände brauchen, sondern um 4, um diese ganzen Boni freizuschalten. Hier, warum haben sie das gemacht? Um einfach mehr Kombinationen zuzulassen, zum Beispiel mit Exotics oder mit High-End-Stücken. Denn wenn ich jetzt ein Holster zum Beispiel spielen will, einen exotischen oder irgendein anderes exotisches Teil, wir wissen nicht, vielleicht kommen ja noch welche, dann muss ich immer darauf Rücksicht nehmen, ob meine ganzen Sets dazu passen, eben diese Gearsets, aber das werden sie ändern. Weiters, Rucksack und Rüstung erhalten zusätzliche High-End-Gear-Talente. Hier müssen wir aber aufpassen, bei den Talente, das kommt zwar später, wenn ihr rekalibrieren wollt, es bleiben immer noch diese 2 verschiedenen Talentgruppen, also hier gibt es keine Änderungen. Weiter geht's auch, das Raid-Gear, hier, das wird es im allgemeinen Loot-Pool jetzt geben, jedoch mit einer Ausnahme Rüstung und Rucksack bleiben im Raid exklusiv. Warum er das jetzt rausgetan hat, weiß ich nicht. Anscheinend gibt es doch sehr viel Druck von der Community, wirklich diese Raid-Sachen auch im Normalen zu bekommen. Zur Eagle-Bearer hat es keine Infos gegeben, aber ich würde mich dann nicht wundern, wenn es die auch irgendwann mal in irgendeiner Mistkiste irgendwo in der Open-World gibt. Ja, aber wir werden es mal sehen. Weiters auch noch herstellbare Gearsets und Sets, die man zuvor nur bei dem Black Task gehalten hat, die wird es auch dann in der freien Welt geben, beziehungsweise woanders. Also hier, das wird geöffnet. Zu den Markensets, hier wird es für alle Slots Markensets geben. Das ist jetzt auch etwas, wo wir eine riesige Änderung haben, denn wie wir wissen, es gibt ja sehr viele Listen, einige zum Glück so Dokumente, wo drinnen steht, okay, Maske gibt es nur die und die, dann von der anderen gibt es keine Maske und so weiter. Hier dieses Problem haben wir ja alle. Es gibt manche Leute, die sind Teil nachgelaufen und dann sind es nach ein paar Tagen erst aufgekommen. Jo, das gibt es ja da gar nicht. Also hier gibt es auch eine Änderung. Es wird alle Sets geben, nur eine Ausnahme nicht. Und zwar das 5-11, also 5-11er-Set. Denn hier, das gibt es in Real. Ich besitze zum Beispiel selber auch Teile von 5-11 in Real Life. Und hier eben, da gibt es nur bestimmte Items und hier wird es dann nicht alle geben. Weiters kommen neue namhafte Gegenstände. Hier gibt es dann 35 Stück, das sind diese ganzen Named Weapons bzw. Named Items, denn es gibt ja nicht nur Waffen, sondern auch Ausrüstung, die Namen haben. Und hier, ich habe nochmal ganz genau im Video nochmal nachgeguckt, ich habe mal das Video bzw. den Stream extra aufgenommen, dass ich eben alles nochmal nachlesen oder nachhören kann. Hier wird es eben welche geben, die besser sind. Also wenn irgendeine Waffe zwar das baugleiche ist, aber sie ist named,
dann wird sie spezielle Sachen drauf haben, entweder Attribute oder Talente. Hier haben sie sich nicht wirklich ja, in die Karten schauen lassen. Aber es wird eben so sein, dass sie seltene Drops sind und dass wir eben einen Anreiz haben, eben auch die irgendwie zu bekommen. Und die dürfte es anscheinend nur dann in heroischen Missionen geben oder bei Checkpoints mit höherem Schwierigkeitsgrad. Also hier müssen wir dann noch ganz genau gucken. Ich werde es am PTS testen, wenn schon aufgespielt ist natürlich. Weiters wurde das UI überarbeitet, damit man den Drop nicht verpassen kann. Hier sieht man auch ganz genau, wenn so ein Teil fällt, dann sieht man auch, dass eben hier so ein Teil gefallen ist. Das kommt dann auch noch später beim Loot. Hier gibt es auch Änderungen, die meiner Meinung nach zu weit gehen, denn wenn wir uns dann die Kalibrierung anschauen, dazu kommen wir gleich. Also im Paket finde ich doch diese ganzen Änderungen ja schon wirklich zu viel. Also ich habe mal viel erwartet, aber die Änderungen sind wirklich, wirklich heftig. Denn wenn wir uns den Loot angucken, es wird so sein, wir bekommen eine überarbeitete Map. Hier im Video sieht man, es gibt dann Regionen, wo eben diese verschiedenen Marken droppen. Ihr seht dann ganz genau, wo muss ich hingehen, damit ich was bekomme. Und hier erledigt ihr einfach die Aufgaben, die dort zu erledigen sind, was ausgenommen ist, und zwar hier die Missionen. Bei den Missionen steht wieder extra dabei, was ihr bekommen könnt. Und hier ist es auch so, wenn das dann droppt, das sehen wir jetzt hier, dann sehen wir auch, okay, das Teil ist jetzt hier. Also das wird extra gekennzeichnet. Also hier kann man dann nicht wirklich den Loot verpassen. Also das ist auch eine riesige Änderung. Also das finde ich zum Beispiel wirklich, wirklich heftig, dass man hier diese Beutepools eben wirklich sehen kann. Wo bekomme ich was? Welche Waffentypen, Gears, Markensets oder sonstiges sieht man dann ganz genau auf dieser Mappe. Also das finde ich dann schon relativ heftig. Hier eben bei diesen Sachen, hier können wir gelistete Missionen eben machen, gezielte Beutequellen in Missionen erreichen. Also die NPCs, die droppen das dann oder aus Behältern. Also hier Loot bekommen wir ohne Ende wieder mal. Denn, das haben sie auch im Video gesagt, sie haben jetzt das Basic Loot System nicht verändert. Also das, was wir kennen, bleibt. Das kommt noch on top. Also wir haben jetzt den normalen Loot plus diesen Loot. Also hier haben sie wirklich viel verändert, oder nicht verändert, sondern eigentlich drauf getan, denn sie wollten diese Basic Loots nicht angreifen. Wahrscheinlich wäre das wirklich zu umständlich gewesen, sondern sie haben das einfach drauf geschmissen. Und hier haben wir dann die ganze Zeit gedacht, Alter, wie sieht es denn in meinem Inventar aus? Und hier kommt auch eine Änderung, wir bekommen 300 Slots jetzt. Also es wird angehoben, das haben sie ganz zum Schluss gesagt, denn sie haben es vergessen. Das war schon der Abspann vorbei und dann haben sie nochmal den Stream angeschmissen und gesagt, oh, wir haben es vergessen. Denn wir erhöhen euch das Inventar auf 300, was ich okay finde, denn mein Inventar ist permanent voll, ich bin ja nur am Ausmisten. Und eigentlich, man kann sich nicht wirklich viele Sachen dann aufheben, und so wie es hier jetzt sein wird, wir bekommen wirklich, wirklich viel Loot. Weiters gibt es diese ganzen Drops in der offenen Welt, natürlich bei Nebenbossen, bei Abschlüssen von dieser Aktivität eben, wo es markiert ist eben auf der Map, dann in der Dark Zone bei Behältern, bei Nebenbossen, bei Feinden. Also hier wirklich, wir bekommen wieder irre viel Loot. Nur meiner Meinung nach, man kann halt gezielter danach laufen. Nur ob es jetzt gut ist, weiß ich nicht. Also ich hätte zum Beispiel einen Vorschlag gebracht, dass man in höhere Missionen nur zum Beispiel im oberen Drittel Attribute bekommt. Also wenn ich was Schweres laufe, dann bekomme ich zum Beispiel nur 20% der oberen Werte. Ja, also auf das sind sie gar nicht eingegangen. Es kann also passieren, dass man trotzdem heroische Missionen läuft. Man bekommt zwar die Items, die man will, aber dafür sind die Attribute kacke. Und hier kommen wir aber jetzt eben gleich als Übergang zur Rekalibrierung. Denn hier gibt es doch wirklich signifikante Änderungen. Wir bekommen eine komplett neue Benutzeroberfläche. Die hat man uns leider nicht gezeigt, aber es ist so, dass man jetzt sortieren kann. Also vorher haben wir ja müssen auf der linken Seite die Items anklicken, um zu sehen, okay, wo ist was. Jetzt sortiert man es uns, und zwar ja nach dem Wert. Aber zeigt uns natürlich auch an, wo ist es drauf, dass wir nicht irgendwas anderes verwenden. Also hier gibt es eine komplett neue Benutzeroberfläche. Dann weiters die Beschränkung. Die wurde entfernt. Also wenn wir jetzt irgendwas rüberrollen, dann bleibt das auch. Also hier haben wir jetzt nicht mehr, dass es irgendwie weniger wird oder so. Das bleibt gleich. Ebenso eben bei Offensiv gegen Defensiv, das ist auch so eine Änderung. Ja, hier kann man dann tauschen. Denn das ist natürlich eine heftige Sache. Wir können hier jetzt in der Rekalibrierung und zwar auch die Farben tauschen. Also von Gelb auf Blau, von Gelb auf Rot, von Blau auf Rot, von Rot auf Blau, von Rot auf Gelb, wie ihr wollt. Ja, alle Kombinationen möglich. Und das ist jetzt die Kombination, die ich relativ heftig finde. Wir beschränken uns jetzt so, dass wir beim Loot genau wissen, wo bekommen wir was her und können dann rollen, wie wir wollen. Also ich weiß nicht, ob es too much ist.
mir ist schon klar, es ist ein Looter-Shooter, ja. Also, ich muss was für meinen Loot tun. Aber jetzt wirklich die Rekalibrierung so zu ändern, dass ich wirklich alles umrollen kann, wie ich will. Denn ebenso, wir können bei den Talente dann flexibel rollen. Das Einzige, was bleibt, und zwar bei den Talentbeschränkungen, dass man eben das Aktive und dieses Zweitalent, die kann man jetzt nicht wechseln. Aber trotzdem kann man untereinander, unabhängig von der Marke, Sachen von einem Rucksack auf den anderen rüber tun, das Talent. Also hier ist es wirklich too much, meiner Meinung nach. Sie haben es gut verkauft, denn sie haben gesagt, es ist halt jetzt ein Division 2 Puzzle. Ja, man muss halt puzzeln und alles richtig suchen. Meiner Meinung nach ist es zu viel. Ich habe wirklich viele Änderungen erwartet, aber es hätte zum Beispiel nur das gereicht, nur die Farben zu tauschen, dass ich trotzdem meinen Loot laufen muss, ja. Aber jetzt genauer zu wissen, okay, wo droppt was, und so, das finde ich wirklich too much. Schreibt es mir in die Kommentare, ob es zu viel ist. Meiner Meinung nach, für mich, denke ich, ist es zu viel. Also, denn jetzt, ich brauche eigentlich nur einen Teil holen, dann habe ich irgendwo was rumliegen, schmeiße es drauf und fertig. So, der Effekt des wirklichen Grinden, ein wenig, wir müssen schon ein bisschen was grinden, meiner Meinung nach, ja, der fällt komplett weg. Wie gesagt, man muss sich dann aktiv anschauen, wie es im Spiel ist. Ich werde das natürlich testen. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich war noch nie so gespannt auf ein PTS wie jetzt. Sage ich ganz ehrlich, sobald das Ding da ist, werde ich das Ding spielen. Diese Änderungen sind wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Was natürlich weiters hier nicht geht, ja, dass man irgendwas von den Exos runterrollen kann. Zu Exos sind sie gar nicht viel eingegangen. Also bei Exos, das bleibt alles gleich. Aber jetzt diese ganzen Sachen mit der Rekalibrierung, wirklich, wirklich sehr heftige Änderungen, meiner Meinung nach. Zum Thema Crafting. Crafting war auch immer ein Thema, wo ich mich sehr geärgert habe, weil eben mit Material war ich immer sehr schnell voll und ich konnte dann auch nichts mehr looten und so weiter. Hier gibt es eine Änderung, das Gap wird erhöht. Sie haben aber nicht gesagt, wie hoch. Und wenn ihr mal voll seid, das finde ich eigentlich relativ gut, wenn man voll ist bei den Materialien, dann droppen sie auch nicht mehr in der freien Welt oder wenn ihr irgendwo drinnen seid. Also es wird dann nicht eingeblendet. Ich habe wirklich oft irgendwo was rumliegen und laufe hin extra deswegen. Und ja, das kann ich dann einfach nicht aufnehmen. Das heißt, das fällt komplett weg. Ebenso, Material kann man bei den Charakteren teilen. Das finde ich auch okay. Weil das Container in der offenen Welt lassen beide Materialien fallen. Weil oft haben wir ja nur das eine oder das andere. Das haben sie auch jetzt ein bisschen genervt, dass beides fallen gelassen wird. Crafting wird auch billiger. Das heißt, der Verbrauch von Kran- und Marktmaterialien und so weiter wurde reduziert. Und was ich sehr gut finde, und zwar die Diskussion der Blaupausen. Hier haben sie auch gesagt, man bekommt eine vollständige Liste der Blaupausen in-game, also was euch fehlt und vor allem auch, wo es droppt, also wie ihr es bekommt. Ja. Und hier, das finde ich natürlich eine coole Änderung, denn ich sehe es bei meinen Videos oft, dass geschrieben wird, wo bekomme ich denn die Blaupause her? Und eigentlich ist es ziemlich random, ne? Man weiß es nicht, weil wenn ich die irgendwo mal bekommen habe, ich habe 200, ich weiß nicht, 30 oder so, ich habe jetzt online nicht geguckt, so viel Blaupausen und ich merke mir natürlich nicht jeder einzeln, wo was droppt, merke ich mir einfach nicht. Ja, also das soll auch nicht wirklich in mein Hirn rein, unnützes Wissen. Und somit bekomme ich jetzt in-game so eine Liste dieser Blaupausen. Also, das war so einmal ein Grundriss, so ein Kurzriss. Ja, ich gucke auf die Uhr. Ja, ist dann doch eine Viertelstunde fast geworden über diesen Livestream, den sie gemacht haben. Normal, sie waren immer bei so einer halben Stunde Livestream und diesmal war es doch fast 50 Minuten. Also hier sieht man doch, dass sie wirklich, ja, sich was getan hat, weil sonst quatschen sie immer ein bisschen, da machen sie eigentlich mehr Larifari. Aber diesmal eben gibt es doch sehr viele Infos zu diesem Titel 6 Update, zu dieser Episode 2 und vor allem diese Änderungen sind heftig. Wir sind noch gar nicht bei den Dark Zone und PvP Änderungen angelangt, die kommen erst nächste Woche. Also hier bin ich auch sehr gespannt, denn im Moment PvP ist nicht wirklich spielbar für mich, gebe ich ehrlich zu. Für andere glaube ich auch, die sind da ziemlich am Meckern. Also hier, lassen wir uns überraschen. Aber was mir eher jetzt, was mich interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, was sagt ihr zu den Änderungen? Seid ihr derselben Meinung wie ich? Ist es zu viel? Hat man doch zu sehr auf die, auf Österreichisch sagt man, auf die Ranzer gehört? Die Ranzen, ich möchte eine halbe Stunde spielen und dann schon alles besitzen. Geht man zu sehr auf dieses Spiel ein? Oder haben sie einfach gesagt, kackegal, gebt alles her, ja, wir, ach, schmeiß halt einfach raus, was wir haben. Das ist die letzte Rettung für das Spiel irgendwie. Kommt mir auch so vor, dass es irgendwie so, weiß nicht, ein Versuch ist doch wieder die Spieler zurückzubringen, denn, und hier bin ich auch ehrlich, wir haben sehr, sehr Spieler verloren. Ich merke selber bei mir im Discord-Server, wenn es interessiert, natürlich in mein Discord hinein, Division 2. Aber hier, ich merke schon, dass die Spieler, einfach, sie langweilen sich. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Änderungen jetzt das bringen. Wir wissen noch nicht, was für Inhalte kommen.
Das kommt erst am 25. September. Die Inhalte hier bin ich dann sehr gespannt, natürlich was dazu kommt, Missionen und so weiter. Aber damit befassen wir uns das nächste Mal, beziehungsweise in 2 Livestreams von Massive. Also hier werden wir dann sehen, was rauskommt. Jo, ich quatsche schon wieder zu lange wie immer, aber das Thema beschäftigt mich sehr, ja, wie man sieht. Ich habe das Spiel nie aufgegeben, werde es auch weiterhin nicht aufgeben und werde das Ding auf jeden Fall spielen. Und jo, wie gesagt, Kommentare, Like, Abo natürlich gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.